Wir haben an der Arbeit die alten Laternenköpfe abmontiert, Parkplatzbeleuchtung und gegen LED-Köpfe ersetzt. Genau das ist das Zeug, was wir gestern alles abmontiert haben. Das habe ich alles mitgenommen. Und vorgestern haben wir auch welche abmontiert. Da habe ich 2 Stück mitgenommen davon. Genau, eventuell komme ich an noch mehr ran irgendwann. Ja, aber jetzt habe ich insgesamt 15 Stück. 12 Stück davon sind SOX-Straßenlaternen mit 55 Watt von Beger. Kann ich ja mal eine zeigen. Wir werden gleich auch mal eine anmachen. Eine liegt im Lager und eine liegt bei mir drin. Die restlichen sind noch draußen. Verbaut ist ein Streufeld-Trafo von Meier und Christe. Genau. Nur der Streufeld-Trafo ist da drin, sonst nichts. Kein Zündgerät, kein Kondensator, kein Geschisse, weil ja, die kann man. Es gibt ja 3 Varianten, wie man die Dinger betreiben kann. Einmal mit EVG, da brauchst du aber dann andere Birnen dafür. Dann gibt es einmal KVG mit Zündgerät, also Drossel und Zündgerät. Und dann gibt es halt die Streufeld-Trafos. Und die haben jetzt hier alle Streufeld-Trafos drin. Genau, die sind für 70 Watt NAV, auch Beger. Da habe ich jetzt die Birnen rausgeholt, waren 2 Ausrahmen Birnen made in Germany drin, 70 Watt, Ellipsoid. Und eine war made in Slowakia, die alten Ausrahmen aus Deutschland, die haben sogar noch Bariumgitter unten. Ich habe die Birnen noch nicht getestet, aber die müssten noch gehen. Aber wie der Zustand von denen so ist, weiß ich nicht. Das werde ich in der Startentladung sehen, wenn sie richtig weiß und blau werden, dann weiß ich, hui, da neigt sich die Lebensdauer dem Ende zu. Genau. Kollege gehört da noch mit dazu. Die sind dann so in einem Drei, also in so einem Stern angeordnet, hängen die dann an einem Mast, jeweils um 120 Grad versetzt. Die 3 mit 70 Watt. Von diesen doppelten habe ich 3 Stück und die anderen, die waren einfach einzeln auf dem Mast drauf. Da war kein Mastausleger dabei, sondern hier einfach auf dem Mast montiert. Genau, um an die Schrauben zu kommen, muss man die Lampe aufmachen. Da muss man hier mit dem Schlitzschraubenzieher reinfahren. Bei irgendeiner fehlt hier die Schraube und darum ist hier die Halterung abgefallen. Da ist dann keine Birne gerade drin. Muss ich noch richten, Schraube suchen. Man kann die Laterne auch hier und hier zwischen den Füßen so ein bisschen einklemmen und hier mit den Händen packen und den Deckel hochziehen. So funktioniert das Ganze. Bei den kleinen ist hier noch eine Arretierung, dass der nicht von selber wieder zufallen kann. Das ist bei den 3 verbaut, bei den mit SOX scheinbar nicht. Und hier ist auch scheinbar die Halterung etwas lose. Muss ich noch festschrauben, so wie es aussieht. Genau, überall ist ein Leuchtmittel drin. Außer in 2 Leuchten, da habe ich das Leuchtmittel rausgenommen. Genau bei der einen, weil die Halterung fehlt, und bei der anderen, weil ich es einfach vergessen habe, wieder reinzudrehen. Aber hier bei der Montage habe ich nämlich immer die Birne rausgeholt, dass man nicht mit der Ratsche die Birne kaputt kloppt, wenn man hier die Schrauben löst, weil hier ist es befestigt. Gut, dann hier der Streufeldtrafo, der angeblich gar nicht fest drin sitzt, was mich gerade etwas wundert. Und hier scheinbar auch die Schrauben fehlen, wie ich hier gerade feststelle. Aber das ist ganz gut, dann kann ich mir das wenigstens mal angucken. Muss ich noch Schrauben suchen. Komma 19. Naja, gut. Stelle ich das Vorschaltgerät, den Trafo wieder rein. Und ja, genau, das muss halt noch festgeschraubt werden, aber das dürfte ja kein Problem sein. Ich frage mich ehrlich, warum hier keine Schrauben sind, weil die waren so montiert. Ja, aber egal. Um die Leuchte zu schließen, muss man das einfach wieder zudrücken. Zack, ist sie zu. Und jetzt werden wir erstmal eine zünden. Hier im Lager ist die andere. Der zweite Kopf fehlt, der liegt drin bei mir und ist bereits angeklemmt. Den werden wir jetzt zünden.
Diese Begaleuchten sind auch ziemlich selten. Also die seien schon ziemlich selten, ist mir zu Ohren gekommen. Genau. Jetzt machen wir erstmal eine an. So, hier ist sie. Und ich stecke die jetzt an. 3, 2, 1, Zündung. Das kommt jetzt nur so rot auf der Kamera rüber. Ja, es ist etwas rötlich, pink, sowas. Es ist... Ja, umso knalliger das Rot ist in der Schadenladung, umso kaputter ist die Birne sozusagen, umso näher ist die schon am Lebensdauerende, weil genau wenn das halt schon richtig rot ist, ist kein gutes Zeichen, sollte eigentlich pink sein. Obwohl die jetzt hier noch nicht sonderlich eigentlich fast gar keine Schwärzung hat. Genau, ist die schon kurz etwas rötlich, aber jetzt ist sie pink. Das kommt jetzt nur auf der Kamera so drüber. Die Scheibe ist ein bisschen dreckig, ich habe die noch nicht geputzt bisher, die Leuchten. Hier sieht man die Elektroden. Man kann sich nämlich nicht nur an der Schwärzung richten, man muss auch nämlich auch gucken, wie das mit dem E-Meter auf den Elektroden aussieht. Ob der schon fast ganz runter ist oder ob da noch genug drauf ist. Die brauchen noch eine ganze Weile, bis die hochfahren. Diese Natriumdampfniederdrucklampen. Das ist die eine noch. Sieht aus wie neu. Das ist die andere. Etwas benutzt. Sieht man gar nicht mehr zu den Elektroden, richtig. Verlorene Ablagerung. Natürlich haben alle ein Bariumgitter. Die gehören aber auch noch zu zwei Laternen. Genau, also ich habe jetzt keine Birne so extra noch, sondern halt nur das, was in den Laternen drin war. Genau, und ich habe für das Zeug nichts gezahlt. Ja. So langsam wird es auch hier hinten gelb. Die rektifiziert so ein bisschen, wenn die hochgebrannt ist. Was wahrscheinlich irgendwie dran liegt, dass auf einer Seite ein bisschen mehr E-Meter ab ist als auf der anderen. Ich hatte ja bisher nie was für SOX. Ich hatte weder ein SOX-Leuchtmittel, also weder das Leuchtmittel noch Betriebstechnik. Für diese Lampen hatte ich bisher gar nichts da. Will ich jetzt eigentlich schon eine ganze Weile mal haben, also schon seit einem Dreivierteljahr. Hat sich aber nie was ergeben und es einfach so sich zu kaufen, das VG, dann genau, also wenn man alles so einzeln sich kauft, um so eine Lampe zu betreiben, inklusive Birne, zahlt man über 100 Euro und das ist halt einfach ziemlich heftig. Nur dass man so einen scheiß Natriumdampfniederdruck Lampe hat, ist das schon ein bisschen viel. Genau. Aber es ist gut, dass ich bisher noch nichts gekauft habe. Können wir die Elektrode ein bisschen betrachten?
Da ist noch Natrium drin. Also das Silberne ist Natrium und kein Quecksilber. SOX-Lampen enthalten nämlich gar kein Quecksilber. Auch der Tropfen müsste irgendwann nach unten laufen, wenn es heiß genug wird. Sie ist jetzt gelb, aber sie ist halt immer noch nicht, bei weitem noch nicht hochgefahren. Braucht immer noch eine ganze Weile. Dann schauen wir uns das Lämpchen halt nochmal an, wenn es hochgefahren ist, hätte ich mal gesagt. So, jetzt ist die SOX hochgelaufen. Macht ein schönes Licht. Ich werde sie jetzt wieder ausschalten. Sie rektifiziert auch wieder ein bisschen. Gut, schalten wir mal ab. Sie ist komplett kalt geblieben, keine Erwärmung, nichts. Ist halt Natrium, dann Niederdruck, ne?